Hi Leute, JJ Fireworks hier. Heute mal mit einem Raritäten-Unboxing. Das ist was Besonderes, denn das habe ich noch nie auf meinem Kanal gemacht. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben überhaupt Raritäten bestellt bei einer Privatperson unterm Jahr. Ich habe schöne Böller bestellt, zum Beispiel auch aus der Leo-Charge, dann Black Cat Böller, ein paar Bombenrohre und alles. Ich würde sagen, ich mache das Paket mal auf und dann sehen wir uns gleich mit den ganzen schönen Artikeln wieder. So, da haben wir es. Hier kommt uns erstmal Verpackungsmaterial entgegen. Ich lege das hier mal an die Seite. Ich sehe schon die ersten Gratisartikel. Die ersten Extras. Hier übrigens ein schöner Fontäneneffekt. Ja, hier sind jetzt noch einige Styroporteile drin. Die lasse ich jetzt auch mal da. Das ist schon ein riesiger Haufen, der sich hier aufgetürmt hat. So, ich fange mal an mit dem ersten Artikel, den habe ich noch nicht mal selbst bestellt, das ist ein Gratisartikel. Die Donnerschlag von Xplode Feuerwerk. Dankeschön dafür. Werden auch in dem diesjährigen kubischen Kanonenschlag-Test dann auf jeden Fall drin vorkommen. Die wollte ich mir eh bestellen. Vielen Dank dafür. Jetzt. Das ist etwas, was ich sowieso bestellt habe, nämlich 10x A-Böller aus der Leo-Charge. Ich hole mal hier ein Päckchen raus. So sehen sie aus. So sehen sie von hinten aus. Hier unten steht auch 04 2000 Leo. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber ja. Ja, die sind ordentlich hart. 10x bestellt. Super Teile. Dann Superböller 2. Müsste das dann ja. Vom Weko-Feuerwerk mit dem alten Warenzeichen oben in der Fahne, ansonsten aktuelles Warenzeichen. Schöne Teile, auch ein Gratisartikel, vielen Dank dafür. Dann hier ein Bündel, ich sehe schon Bo-Piep-Böller. Das müssten Bo-Piep, ich muss mal kurz aufreißen. Das müssten Bo-Piep-A-Böller sein, von der Größe her. Ja, die habe ich tatsächlich auch bestellt. Mit einem etwas selteneren Cover, nämlich hellblau, aber mit rotem Rand. Und grünem Backcover. Sehr schön. Zweimal dabei. Dann hier die Harzer Knaller. Reitkopfböller. Dann zweimal die China-Böller D von Nico Feuerwerk. Ah, noch mit 11,2 Gramm NEM sehe ich gerade. 11,2 Gramm NEM pro Packung. Schön, schön. Ah, dann haben wir hier von Komet noch einen Aufstiegseffekt. Ich habe gerade den genauen Namen vergessen, leider. Dann sehe ich hier wieder ein schönes Päckchen. Schön zusammengemacht. Und ich öffne es mal kurz. Einmal die Luftheuler, aktuelle von Funke. Und dann einmal Luftheuler von Weko Feuerwerk. Sehr schön. Dann greife ich hier mal rein. Das sind so kleine Böller. Ich gucke mal kurz hinten drauf. Knallfuhrwerk. Schade, dass ich kein Niederländisch in der Schule hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Firma die sind. Aber egal, auch ein Gratisartikel, vielen Dank dafür. Dann haben wir hier Superböller A aus der Leo-Charge. Zwei Päckchen. Die sind relativ leicht. Anscheinend noch keine Tonelle drin oder nur sehr wenig. Ich suche gerade das 2004 Leo. Oder 04 2000 Leo. Ah, ich finde es gerade nicht, werde ich aber wahrscheinlich nachher sehen. Dann ein nächster Gratisartikel von Fox Feuerwerk, China Böller D. Und noch ein Gratisartikel von Komet Feuerwerk, China Cracker. Sind die noch grün-weiß? Ich guck mal. Ja, noch in grün-weiß. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Dann Lady Cracker, 40er Matten von Kellerfeuerwerk mit dem Mönchhausen drauf. Schwarzes Backcover. Schwarzes Backcover. Auch ein Gratisartikel. Wirklich vielen Dank für die ganzen Gratisartikel. Das ist echt spitze. Auch hier die Feuerringe von Nico Feuerwerk. Ein Gratisartikel.
Was soll ich dazu sagen, außer hammermäßig? Dann haben wir hier nochmal Lady Cracker von Weco Feuerwerk mit altem Warenzeichen in der Fahne drin. Super, super. Dann eine Sache, auf die ich mich schon richtig gefreut habe, denn ich hatte die noch nie. Nico Flashbang, die alte, noch sehr laute Charge. Die muss ich unbedingt auch bald mal testen. Dann haben wir hier dazu den direkten Konkurrenten Thunder King von Jorge Feuerwerk. 3 Packungen bestellt. Richtig schön. Vergleich wird natürlich auch folgen. Ist ja logisch. Dann. Oh je. Ich spüre die Gratisartikel. Denn so viele Pyro-Tracker habe ich gar nicht bestellt. Hier haben wir einmal was ziemlich altes, nämlich von Feiste Feuerwerk Black Cat Pyro Cracker. Hier sieht man auch das Feiste Logo. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt, ich hoffe. Black Cat. Dann, die habe ich allerdings bestellt. Dreimal. Ach, komm schon raus. 3, 4, 5 Mal die Pyro-Cracker von FKW Kellerfeuerwerk, noch ein Pinselstrich-Logo, schwarzes Backcover Pyro-Cracker. Dann 2-mal Bo-Peep Pyro-Cracker. 2-mal Bo-Peep Pyro-Cracker mit grünem Backcover und dunkelblauem Cover. Das müssten noch die aktuellsten Bo-Peeps quasi sein. Dann haben wir hier einmal die Flitze Feuerstein vom Weco Feuerwerk. Noch mit altem Warenzeichen. Hier sieht man es. Richtig schön, richtig schön. Habe ich sogar überlegt, die zu bestellen. Jetzt habe ich sie als Gratisartikel dabei. Vielen Dank. Und hier die Pyro-Wirbel mit Pinselstrich-Logo. Hier sieht man es. Auch Gratisartikel. Wieder dafür vielen Dank. Nochmal die Nico Feuerringe. Gratisartikel. Was soll ich denn dazu sagen? Wie viele Gratisartikel sind denn hier drin? Das ist ja der Hammer. Genau wie hier. Mandarinsonne. Auch Gratisartikel. Das ist echt überwältigend. Vielen Dank dafür. Und noch ein Gratisartikel, den es zu der Bestellung dazu gab. Den Schwärmer A von Komet. Müsste das sein? Jo. Vom Komet Feuerwerk. Ah. Hammermäßig. So, und zu guter Letzt, hier haben wir es, einen ganzen Schinken, oder eigentlich wurde mir gesagt 19 Packungen, aber gut, China Böller D von Keller Feuerwerk, noch mit Pinselstrich, Logo, ich stelle mal eben kurz, scharf, jetzt müsste man es erkennen können. Super Teile, da freue ich mich drauf. Tests werden natürlich folgen. Ja, der Karton ist quasi leer, keine Feuerwerksartikel mehr drin. Ich würde sagen, ich mache jetzt zumindest mal ein bisschen Ordnung und dann sehen wir uns sofort in der Gesamtübersicht wieder, Leute. Ja, das ist sie nun, die schöne Bestellung. Hier links liegen noch die Sachen, die als Verpackungsmaterial gedient haben. So, jetzt sind wir hier wieder beim Feuerwerk und dann würde ich sagen, stelle ich die Sachen nochmal vor. Hier haben wir aus der Lio-Charge China Böller A. Hier sieht man es, 2004 Lio. Ja, er hat es zumindest kurz scharf gestellt. Dann haben wir hier die Nico Flashbang. Dann hier von Keller Pyrowirbel. Dann die Mandarinsonne und von Pyro, also von Fox Feuerwerk. China Böller D, die werden dann auch im diesjährigen China Böller D-Vergleich drin vorkommen. Super, danke dafür, war ein Gratisartikel. Auch für die Donnerstag, die ich natürlich in meinem Kubi-Vergleich einsetzen werde. Vielen Dank für diesen Gratisartikel, der spart mir wieder Geld, da ich den eh bestellen wollte. Dann Pyro Cracker, noch in grün-weiß, von Komet Feuerwerk. Dann ein Aufstiegseffekt, Vögel von Komet. Dann den Schwärmer A, nochmal als Gratisartikel. Von Komet Feuerwerk. Dann hier einen ganzen Schinken. Ich werde nachher mal reingucken und gucken, ob es jetzt 19 oder 20 Päckchen sind.
von Kellerfeuerwerk, noch mit dem Pinselstrich-Logo. Hier wieder schön zu sehen. Dann geht es weiter mit diesen kleinen Böllern, wo ich, die kann ich auch nicht zuordnen. Ich mache noch kurz hier welche auf. Die sind auf jeden Fall schwarz-rot. Dann Feistelböller, nämlich die Black Cat Böller mit grünem Backcover. Richtig schöne Teile. Bin ich sogar sehr stolz drauf. Dann aktuelle Nico D Böller, allerdings noch mit 11,2 Gramm NEM pro Päckchen. Dann Nico Feuerringe, noch mit 3-Sterne-Logo. Und dann weiter bei Nico Bopiep, ältere A Böller mit dem seltenen Cover hellblau mit rotem Rand. Dann dunkelblaue mit dunkelblauem Cover und grünem Backcover Bopi-Böller. Hier, die haben übrigens auch ein grünes Backcover. Dann haben wir hier die Luftheuler vom Weco Feuerwerk. Luftpfeifer vom Weco Feuerwerk, jetzt haben wir es. Und Luftheuler von Funke. Dann noch alte Flitze Feuerstein mit altem Warenzeichen. Dann haben wir hier noch Harzer Knaller, die kennt ja wahrscheinlich jeder. Superböller 2 von Weco Feuerwerk mit dem alten Warenzeichen in der Fahne. Knallkörper 40er, also Ladycracker Matten, auch mit dem alten Warenzeichen in der Fahne vom Weco Feuerwerk. Noch Ladycracker Matten von Kellerfeuerwerk. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie aktuell die sind, aber ich schätze mal, aufgrund auf der schwarzen Deckcover sehr aktuell. Dann hier noch ein Pinselstrich-Logo. China Cracker von Keller Feuerwerk, Superböller A aus der Leo-Charge. Allerdings habe ich das 04-2000 Leo immer noch nicht gefunden. Vielleicht findet ihr es hier jetzt. Naja, gut. Egal. Werden wir nachher beim Knall ja sehen. Dann haben wir hier dreimal die Thunder King von Jorge Feuerwerk. Da wird natürlich auch noch ein Video drüber folgen, beziehungsweise ein Vergleich mit dem Flashbang und Thunder Kong und Weco Flashbang. Nur schon mal vorweg. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch schon durch. Ich finde alle Artikel wirklich wunderbar. Logisch, sonst hätte ich sie ja auch nicht bestellt. Allerdings sind auch wirklich die Gratis-Artikel super und runden die ganze Bestellung nochmal ab. Wenn du das Video anguckst, viele Grüße gehen raus und vielen Dank für die ganzen Gratis-Artikel. Wirklich eine sehr, sehr nette Geste. Ja. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Kritik könnt ihr auch immer in den Kommentaren äußern. Ich bin offen für alles und ich lese auch die Kommentare immer durch und antworte in der Regel. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute, und haut rein.